Natürlich die Sprache. Die Sprache ist wunderbar. Ich bin als Kind hierher gekommen, ich habe kein Wort verstanden, aber ich bin inzwischen begeistert von diesem wunderbaren, direkten, derben und dem punkttreffenden Dialekt. Mit Stuttgart verbinde ich eine Stadt, die sich sehr für Kultur engagiert, in der Kultur zu Hause ist, eine Architektenstadt, eine Musikstadt, ich sage Bach-Akademie und Drillingen und die wunderbare Liederhalle, in die ich ganz oft gehe, aber auch natürlich die Gegend ist auch herrlich. Die Topografie, ich glaube, Stuttgart ist die schönste Stadt. Am meisten geprägt hat mich das Kriegsende. Also das Ende, was ich als Kind eben erlebt habe, von Bomben, von an der Front, 2 Wochen in einem Bierkeller, um das Überleben zittern und danach ging es nur noch aufwärts. Aber beeindruckt hat mich schon dieser und jener und am meisten gewiss Helmut Schmidt, den ich ein Jahr lang begleitet habe, über den ich ein Buch geschrieben habe. Also nicht von denen, die ich kennengelernt habe, aber wenn Sie mich fragen würden, wessen Job würden Sie jetzt gerne übernehmen, würde ich sagen, für eine kurze Zeit den des amerikanischen Präsidenten. Eine Woche, um alles zurückzudrehen auf Obama und am Ende zu sagen, you are fired.